Hallöchen, liebe Leute. Ja, nachdem ich ja in den letzten Tagen und Wochen ja doch mal recht viele Antworten oder Fragen bekommen hatte, wie ich das und das immer gemacht habe und ja, eigentlich recht viel wirklich über Formel 1 bekommen hatte, Fragen über Formel 1, fange ich einfach mal an damit. Okay, gut, ich habe jetzt schon mal gesehen, das eine Fenster, was jetzt die Frage ist. Also zum Beispiel, ich öffne das jetzt mal schon mal einmal. Ich habe ja sehr oft die Fragen bekommen, was hast du, oh, das war jetzt viel falsch, Entschuldigung. Was für ein Lenkrad hast du? Ich habe dieses Lenkrad hier. Und zwar das, oder zumindest. Ob mit was ich fahre, ob ich mit einem Lenkrad, Tastatur oder Gamepad spiele. Ich spiele mit einem Lenkrad, ebenfalls mit dem Driving Force GT Lenkrad von Logitech. Kostet zwar ein bisschen mehr Geld, wie man hier sieht über Amazon. Allerdings finde ich dieses Lenkrad sehr gut und kann sehr gut damit fahren und kann es eigentlich nur weiterempfehlen. Gut, die nächste Frage zum Beispiel war: Woher nimmst du die ganzen Mods, Kameras und so weiter? Für die Kamera hatte ich damals hier dieses eine Video gefunden auf YouTube. F1 2010 Reality Cockpit Cam. Und habe eben halt dann hier unten diesen Link gefunden. Der kommt auf diese Seite. Hat eben halt hier unter Downloads nachher die Möglichkeit F1 2010 auszuwählen und habe dann eben halt hier diese Mods. Müsst euch allerdings, wenn ich mich jetzt nicht irre, erst anmelden auf die Seite, also auf racedepartment.com. Und ja, das wäre es schon mal zu dem Thema. Es gibt natürlich auch noch eine andere Möglichkeit, und zwar auf f1pool.de. Da habt ihr auch diese Möglichkeit, euch Kameras, Helme und so weiter runterzuladen. Und ihr geht dann eben halt hier, wenn ihr auf der Seite f1pool.de seid, geht ihr eben halt hier auf Mods und wählt eben halt das aus, was ihr gerne haben möchtet. Zum Beispiel, sag ich mir jetzt einfach mal Tracks. Und ja, habt zum Beispiel Montreal, Katalonien, habt sogar hier ein Saison 2011 Track Update Volume 2.0. Ja, und so findet ihr eben halt dann immer mehr und mehr und mehr. Und ja, das wäre es eigentlich fast schon, sage ich mal. Außer mir fällt noch irgendwas ein. Ach so, genau. Und zwar ist auch zum Beispiel immer, weil ich ja, ich wurde schon öfters mal gefragt, ob ich mir die Bremspunkte im Spiel an sich merke oder einfach so lange übe, bis ich die Bremspunkte drin habe. Also bei den meisten Strecken ist es eigentlich so, dass ich mich sowohl links und rechts immer an irgendwelchen Schildern orientiere. Zum Beispiel die 100 Meter Schilder, 150 Meter Schilder, also immer bis zur Kurve. Oder an irgendwelchen Randsteinen, die da rechts, links irgendwo sind. Also ist immer recht variabel von Strecke zu Strecke. Aber es gibt zum Beispiel jetzt auch so Strecken wie eben halt jetzt mein aktuelles Let's Play, was jetzt gerade rausgegangen ist, wie F1 2010, eben halt Silverstone. Bei Silverstone an sich habe ich eigentlich fast keinen wirklichen Hinweis links und rechts, wo ich an die bremsen muss. Also das ist wirklich nachher wirklich schon ein Bauchgefühl, wo man bremsen muss. Und das gehört eben halt dazu. Das war dann, wo ich eigentlich noch letztes Mal von, oh, mal kurz schauen. Ich habe unten habe ich es ja. Und zwar von Bullseye 09 mal gefragt, kannst du mal ein Let's Show F1 online machen? Sicherlich kann ich das machen, werde es vielleicht auch machen, bloß momentan möchte ich erstmal die eine Saison fertig fahren und vielleicht eventuell kann man das ja nochmal mit einbauen zwischendurch und also es wird auf jeden Fall einmal geben, wo ich mit jemandem auf jeden Fall zusammenfahren werde online, bloß ob das jetzt noch der 2010er sein wird oder eventuell schon der 2011er sein wird. Werdet ihr natürlich sehen, aber ich werde es natürlich versuchen, vielleicht mal mit den einen oder anderen mal wirklich ein Let's Play Together F1 2010 zu machen.
Und ja, so, für genau für die eventuellen Fragen bezüglich meiner Videos und so weiter und so fort, werde ich mir wohl demnächst auch nochmal ein FormSpring-Konto anlegen, wo ihr eben halt dann die Fragen auch so direkt schreiben könnt, die ich dann auch beantworten werde. Wann natürlich das der Fall sein wird, werde ich dann noch sagen. Zumindest wenn ich dafür meinen Account habe. Und ja, das war's uns jetzt erstmal. Ich hoffe, ich konnte jetzt den einen oder anderen mal helfen. Und ja, vielleicht kommen wir demnächst nochmal irgendwelche Fragen nochmal zusammen. Und dann kann ich auf jeden Fall oder andere Fragen, neue Fragen, vielleicht zu anderen Sachen oder so. Und werde eben halt diese dann beantworten. So, auf jeden Fall bis dahin. Tschüss.